So, willkommen zurück zu Satisfactory. Seit dem letzten Video habe ich so ungefähr 2,5, 3 Stunden immer wieder mal in kleinen Abschnitten was gebastelt. Unter anderem habe ich die Forschung etwas weiter gemacht. Dazu vielleicht erster Schritt. Ich hatte ja damals in dem Video die Aluproduktion oben im Roten Wald gebaut. Ja, ich weiß, hier oben ist auch ein Bauxitquelle, aber ich will noch mehr Dinge oben aus dem Roten Wald holen. Deswegen lohnt sich das schon eher, dass man da quasi hochfährt. Was mich gerade irritiert, warum hat da gerade ein Zug geblinkt? Moment, Moment, das müssen wir uns schnell anschauen. Warum geht denn das jetzt nicht mehr? Was ist hier kaputt? Ich habe keinen Strom mehr. Stromausfall! Alarm! Aber sowas von. Okay. Okay. Hier ist ein bisschen was. Was können wir auf die Schnelle abschalten? Das war eigentlich der Grund, warum ich normalerweise mit den Prioritätsnetzschaltern mache. Das müsste hier der Zugang hierzu sein. Das heißt, wir nutzen das jetzt gleich, um die Prioritätsnetzschalter einzusetzen. So, das ist die Kupferfabrik im Übrigen, wo ich gerade dran bin. Nee, das ist Quatsch. Einmal hierher. Strom auf den Prioritätsnetzschalter und wieder auf die Fabrik. Wir lassen den ausgeschaltet, benennen den jetzt aber um, dass der Kupferfabrik in der Central Station heißt. So. Vorteil davon ist, ich sehe die jetzt hier und kann sagen, okay, wenn der Strom ausfällt, schaltet er automatisch der Reihe nach das alles ab. Und so kann ich ein bisschen bestimmen, was am Strom bleibt und was nicht. Ernsthaft, habe ich da den Strom hier so schräg reingezogen? Nee, der kommt doch von dort hinten. Genau. Ich habe doch schon versucht, ein bisschen was zu machen hier. Also Prioritätsnetzschalter. Das ist die Eisenfabrik in der Central Station. Dann gehen wir mal in die Stahlfabrik. Zu meiner Rechten, das ist die Stahlfabrik. Warum geht da kein Stromkabel rein? Da, voll drunter durchgelaufen. Erst den Prioritätsnetzschalter stellen. So.
Die Stahlfabrik. Ich denke mal, das Problem wird sein beim Stromausfall. Es sind hinten die Pumpen in der Ölproduktion ausgefallen und damit fällt natürlich auch jede Menge Stromproduktion aus. Immer noch so hoch. Das kann eigentlich nicht sein. So, das hier ist die Gemischtwarenfabrik 1 zumindest. So, und die Fabrik kennt ihr noch nicht. Das ist die Alufabrik. Im Prinzip lasse ich die Alubarren anliefert und arbeite die hier um in die eigentlichen Endprodukte. Dazu hatte ich mich entschlossen, weil ich dort oben nicht in der Nähe irgendwo Kupfer hatte, extra wieder eine Kupferfabrik aufbauen müsste. Und ich habe hier eigentlich noch genug Kupfer übrig. Deswegen habe ich mich entschlossen. Das quasi hier aufzubereiten. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Das wieder hinkriegen. Gerade so. Was ich jetzt auch machen kann, ich kann meine Notversorgung noch dazu schalten von der. Apropos, das könnte auch mein Schweberucksack, den habe ich ja in der Zwischenzeit, der könnte ja auch ein bisschen Probleme verursacht haben, weil der immer Strom zieht. Na, jetzt gehen wir schnell hoch. Gut, dann machen wir hier nebenan auch einen Prioritätsnetzschalter. Wie gesagt, das Schöne dabei ist, dass ich die von überall, wo ich also von jedem anderen Prioritätsnetzschalter, fernsteuern kann. Das sind jetzt die Bio. Ich weiß nicht mehr, wie die Dinger heißen. Biomassegeneratoren, danke. So, das heißt, die kann ich jetzt ein bisschen dazu nehmen. Und dann fällt der Strom aus. Das macht mal überhaupt keinen Sinn. Genau, jetzt geht es ein bisschen flotter. Jetzt müssen wir mal kurz etwas abwarten, bis ich das Ganze wieder zuschalten kann.
das ist nur die LKW-Station. Die kann ich mal dran lassen. Die verbraucht nur Strom, wenn es wirklich Sache ist. Zerlegungskiste. Wo habe ich denn das jetzt schon wieder? Also es ist klar, jetzt wird natürlich so nichts oder nicht wirklich viel produziert. Hier Kateriumdraht läuft aber auch nur so lange, bis er vollgelaufen ist. Wie man sieht, ich habe den Schweberucksack in der Zwischenzeit und Kupfer läuft jetzt halt auch so lange, bis es voll ist. Nachdem die zwei jetzt gerade abgeschaltet sind, tut sich da nicht viel. Ja, die Fabrik habe ich nicht mehr fertig gebaut. Schauen wir mal. Der Stromausfall dürfte einfach daher gekommen sein. Ich laufe quasi ziemlich am Limit mit der Stromversorgung, weil ich ja einfach noch gehofft habe, dass ich die Atomkraftwerke recht schnell bekomme. Jetzt können wir uns schnell das anschauen mit der Forschung. Und zwar ist es so, wir hatten beim letzten Mal den Schweberucksack noch aktiv. Nachdem ich die Alubarren hatte, konnte ich mir auf die Schnelle kurz diese Alklatt-Aluminiumplatten produzieren und den freischalten und genau das gleiche mit der Logistik. Jetzt sind wir bei einem Schutzanzug. Und der ist aktuell ja ausgewählt. Theoretisch können wir den jetzt eigentlich kurz fertig machen. Das ist. Ah, Moment, die Filter habe ich glaube ich nicht. Wir schauen mal schnell. Die Aluplatten werden hier eingelagert und hier drüben die Gehäuse. Holla. So viel? Naja, gut. Kateriumdraht ist hier unten. Füllen wir gleich mal wieder auf. Und dann schauen wir uns mal an, was ich denn brauche, um die Masken zu machen. Das Problem war, glaube ich, dass ich Kohle ist kein Problem, Gewebe brauche. Und Gewebe habe ich aktuell noch kein Alternativrezept. Da gibt es ja eins, dass man das aus dem Polia-Dings da bauen kann. Jetzt können wir mal schauen, ob wir das forschen können. Echt? Brauche ich beides nicht. Ja, die können wir mal nehmen. Hauptsache, sie ist mal weg. So. Ach, das war das, wo ich die Munition brauche. Das hier wäre eigentlich nicht schlecht. Das heißt, ich müsste mal aus Mycelium und das habe ich auch in der Tasche, wie man sieht, das bauen. Mycelium und Biogewebe 25. Das könnte ich gerade sogar da haben. Machen wir mal schnell. Upsa. Also, wo ich vorhin stehen geblieben bin am Anfang, bevor ich den Stromausfall bemerkt habe. Es ist so, ich habe hier oben die Bauxitproduktion. Zum Schluss muss ich ja noch Quarz entmachen. Bei der aufsteigenden Strecke gibt es einige Quarzquellen, die habe ich auch einen kleinen Bahnhof gebaut und quasi wenn der Zug von hier aus den langen Weg zur Bauxit, also Aluproduktion, antritt, macht er einen Zwischenstopp bei der Quarzquelle, wo er Quarzsand mitnimmt und den gleichzeitig dann hoch zu Bauxit bringt und Bauxit dann die Alubarren einlädt und die hier nach unten fährt. Das ist eine ganz schöne Tour.
Aber das macht nichts, er bringt ja immer eine volle Ladung mit. So. Ich bin etwas verschnupfelt, Entschuldigung dafür. Research completed. Polyester fabric recipe unlocked. Using polyethylene terephthalate, production of a lightweight and strong fabric can be automated. It has many of the properties of naturally sourced fabric and also amplifies body odor. Na dann. So, ich brauche ja das Gewebe, damit ich meine Masken bauen kann. Ich brauche da nicht allzu viel. Aber wir brauchen halt was. Was ich jetzt auch brauche, ist, damit ich meine Produktion wieder einschalten kann. Irgendwo einen schönen Strommast, der mir gefällt. Ja, kommt, das machen wir auch hier dazu. Und zwar brauche ich einen Prioritätsnetzschalter. Den setze ich jetzt hier eigentlich nur hin, damit ich fernsteuern kann. Wenn ich jetzt hierher gehe, sieht man ja, okay, die Eisenfabrik ist relativ wichtig, die Kupferfabrik. Warte mal, das machen wir so. Die Mischwaren. Biomasse-Generatoren, die soll er erst da und den kann er mal lassen. So, was ich jetzt jederzeit machen kann, ist, ich kann sagen, okay, die sind ja jetzt an. Ich schalte die. Hallo? Das wohl zu viel. Das ist natürlich nicht so toll. Eigentlich sollten die Batterien das zwischenpuffern. Gut, dann müssen wir uns halt was anderes noch einfallen lassen. Es hat sich noch eine Kleinigkeit geändert, die schauen wir uns schnell noch an. Und zwar kam über, ich hatte bisher ja nur einen Bahnhof, ich habe den Bahnhof mal ein bisschen verkleidet, kam ja immer oben meine oder über zwei Bahnstationen alle Waren an. Das war ein bisschen arg viel, was da durchgekommen ist, deswegen habe ich das jetzt aufgesplittet. Dass jede Bahnstation das eigenständig aussortiert. Ja, und da kommen jetzt ganz schön viel Waren rein. Also ich würde mal behaupten, da war ich am Limit noch. Da hatte ich noch nicht die MK5-Bänder. Ja, man sieht auch, die stauen sich kurz auf. Danach sind sie aber alle wieder weg. 600 Gegenstände pro Minute, das ist nicht sonderlich viel. 360 auch nicht. Aber wenn alle Züge durch sind, bin ich so irgendwo bei 1200. Ja, die kommen jetzt so alle hintereinander, leider ungünstigerweise. Und, naja. Das gibt halt einen leichten Stau. Aber ich bin halt in der Theorie am Limit jetzt von der Bahnstation. Weil die Züge einfach alle drei oder vier, was da ankommt, direkt hintereinander kommen. Und danach ist wieder mehrere Minuten Flaute. Und da wollte ich einfach mal probieren. Bisher hatte ich diese Sortiererei ja immer direkt nebendran gebaut. Und jetzt dachte ich mir, naja, bauen wir sie halt ins Dach. Und habe das dann hier einfach so umgebaut, dass quasi die Container einmal unten leer laufen, wir wollen ja nichts verschwenden. Und die neuen, ja, von der neuen Sortierstation oben alles sauber auf den Förderbandbus hier wieder verteilt wird. Kein Strom, ist ja richtig, ist ja gerade abgeschaltet.
Macht's gleich wieder Patsch, ne? Das ist die Eisenfabrik. Die sollte langsam wieder anlaufen. Ja, aber den Prioritätsnetzschalter kann ich von hier aus nicht steuern. Also ab nach unten. Eigentlich würde ich sagen, so voll wie der Akku ist, müsste man das jetzt locker anwerfen können. Und ich muss das wieder ein bisschen ausbauen, natürlich, dass ich mehr Strom bekomme. Was ich jetzt relativ einfach machen könnte, ist, schauen wir mal, ob ich Kupfer wieder einschalten kann. Und ich glaube, das haut es jetzt raus, weil in der Fabrik der Hauptschalter aus war. Das war unter Update 8 nicht so. Genau. Innen war der Hauptschalter aus und dann haut's den Hauptprioritätsschalter raus. Das ist irgendwo total beknackt. Aber so, jetzt gehen wir mal her. Ich mach den wieder an. Ja, ich habe ja keinen Strom. Der Prioritätsschalter ist ja aus. Nein, ich will nicht die Leiter hochgehen. So, läuft es auch an die Stahlfabrik. Interessanter Fehler, muss man ja schon sagen. Geht jetzt eigentlich auch nicht, weil ich ja keinen Strom habe. Ich will nicht die Leiter hochgehen. Ah, dann duck dich halt und geh durch. So. Ja, man merkt ja schon, ich habe nicht mehr wirklich viel Stromreserve. Jetzt schauen wir mal, wie lange wir da durchhalten. So, was wir jetzt machen, ich schnappe jetzt meinen Bauzug und wir fahren erstmal zur Ölfabrik. Dort habe ich noch zwei Ölquellen frei und die werde ich jetzt möglichst schnell zur Stromproduktion animieren. Aber da muss ich mir erst noch meine Taschen auffüllen, sonst geht das glaube ich schief. Biomasse habe ich noch genug, da mache ich mir keine Sorgen. Die läuft so noch ein paar Stunden, wenn sie muss. So. Wir gucken mal, was wir haben oder was wir erstmal loswerden wollen. Ich habe so viele Stahlbetonträger, weil ich ja viele MK5-Bänder gebaut habe und dann kriege ich ja die MK4 alle wieder zurück. Das sind dann eben die Stahlbetonträger. Dazu. Ja, ich habe das zum Teil jetzt alles eingelagert in dem dimensionalen Lagern.
aber das ist nur begrenzt und lädt noch relativ langsam wieder auf. Deswegen möchte ich das eigentlich nicht so arg beanspruchen. Wir gehen mal kurz her und sagen, ich brauche jetzt, ich weiß es nicht, ich schätze jetzt einfach mal 4 Treibstoff und ein paar Raffinerien. Das ist jetzt einfach mal Best Guess. Motoren, aber ich brauche erstmal leere Taschen. Und ich würde sagen, ich nehme die Kupferbahn rein, das nehme ich hier mit rein, die Schnecke nehme ich mit rein. Ach ja, wofür auch immer. Nehmen wir auch raus, nehmen wir auch raus. Brauche ich, glaube ich, auch nicht mitnehmen. Geht nicht mehr. Gut. Also. Motoren. Keine Motoren mehr. Habe ich da ein Lager? Ja, aber da sind nicht mehr genug drin. Das heißt, erstmal Motoren bauen. 140 Motoren, das dauert ja Jahre. Das ist klar, jetzt laufen ja erstmal meine Produktionen an. Das dauert jetzt, glaube ich, ziemlich lange sogar noch. Ich gehe mal in die Pause, bis ich ein paar Motoren geklöppert habe. Bis gleich. So, bisschen Zeit vergangen. Das dauert wirklich relativ lange, bis man die Motoren von Hand klöppelt. Aber nachdem gerade ja Stromausfall herrschte, dauert es eine Weile, bis meine Produktionen auflaufen und ich kriege ja nur Überschuss ins Zentrallager. So, der Strom, naja, läuft so ein bisschen an der Grenze. Das Pendeln dürfte vom Ölfeld herkommen. Das schauen wir uns gleich mal an, weil da wollen wir ja sowieso hin. Taschen habe ich mir randvoll gemacht. Mir passt einfach nicht mehr rein. Ein bisschen was haben wir ja auch noch im Bauzug. Und dann nehmen wir jetzt mal den Bauzug und sagen ihm, fahr mal Richtung Ölfeld. Ich lasse den Zug fahren, weil er dann sich auch darum kümmert, dass wir keine Unfälle bauen. Aber ich muss mich da auch nochmal um Baugleis kümmern. Vielleicht kann sich jemand noch an das Fiasko erinnern. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert beim letzten Mal. Das wollen wir dann doch gleich nochmal probieren. So, und hier kann ich wieder ausschalten. Das ist ein normaler Block. Ich weiß nicht, warum der jetzt bremst. Ich gebe Gas. Naja. Hallo. Gas geben. Ich kann leider nicht beschleunigen. Da muss ich noch mal mit dem Autopiloten fahren, dass wir hier nicht gleich einen Crash bauen. Uiuiui, hat der Schwung drauf. So. Da kann ich nicht direkt anschließen. Weiche an Weiche geht nicht. Ich hätte jetzt im Prinzip am liebsten erstmal im Zoom-Modus zu bauen. Das Loch machen wir auch zu. Und dann gehe ich mal her. Hoffnung, dass der Zug nicht drauf steht. Ich brauche mindestens so. Das ist die Minimallänge. Wir bauen da wieder zu. Machen hier einen kleinen Abzweig hin. Und dann sage ich mal, okay, von hier aus weiter. Jetzt habe ich die Kurve. Du bist ein Blocksignal. Das machen wir auch eins hier hin. Beim letzten Mal, wo ich das gebaut habe, war ja das Problem, dass der Zug dann unbedingt immer durch mein Baugleis fahren wollte. Und ich nicht genug Platz hatte,
um das zu ändern. Das ist mir auch im Nachhinein erst gekommen, dass ich das ja ein bisschen anders aufbauen könnte. So. Jetzt hoffe ich mal, dass das gleich funktioniert. So, wir brauchen 3. Ja, Kurven. Ja, geh halt weg, Digga. So. Hier bitte ein Pfadsignal. Hier auch. Und den machen wir weg. Das gibt nur Ärger. Und du sagst jetzt, es dürfen keine Bahnhöfe in einem Pfadblock sein. Das können wir ruckzuck beheben. Hätte ich jetzt gerade auch blockieren können. Wir machen das so. Damit sind die hier glücklich. So, und der hinten raus nicht. Warum? Signal führt in sich selbst. Das ist Quatsch. Das hat damit zu tun, dass das Signal hier wieder blöde steht. Das machen wir jetzt hier hin. Dann müsste das eigentlich okay sein. Was ich festgestellt habe, seit Update 1 ist es so, wenn man irgendwo als an dem Signal ran was umbaut, geht schief. Signal abreißen, Signal neu setzen, passt wieder. Ja, ich kann das theoretisch jetzt auch wieder hier hinsetzen. Dass Ende einer Schiene gebaut wird. Das ist kein gutes Zeichen. Ja. Ich habe da eine Befürchtung. Das zu testen muss ich einmal ganz kurz durch den Bahnhof fahren. Wenn ich ihn jetzt selber fahren lasse, würde er ja einladen. Das will ich nicht. So, jetzt stehe ich ja dahinter und wenn ich anschalte, müsste er... Ja, das ist gut. Ne, das ist nicht gut. Warum macht er das jetzt? Eigentlich hätte er rechts rum abbiegen müssen. Jetzt müssen wir mal eben schnell mitfahren. Es ist immer gut, wenn man sowas umgebaut hat, dass man einmal eine Kontrolle macht, ob die Zugstrecke geht. Ich befürchte, dorthin, wo ich das Gleis angeschlossen habe, direkt nach der Weiche, dass das nicht geklappt hat. Ich da eine Schienenunterbrechung habe. Oder ich bin jetzt einfach ein kleines Stück zu weit vorne gestanden, der Zug konnte nicht mehr die Weiche umstellen. Ich hatte gerade ein Déjà-vu, hattet ihr das auch? Ah, wenn der Zug reinfährt, dann passt es. Zurück in der Hoffnung, dass da noch kein Zug kommt. Ja, wir schauen mal, ob das klappt, ob mir das reicht. Und seid ihr gleich Zeuge, wie es einen Live-Crash gibt. Der fährt jetzt hoffentlich nicht los, weil ich schon in dem Block stehe. Ein Block ist immer so ein Abschnitt zwischen zwei Signalen. So,
Einmal rechts rumstellen. Ich kann wieder keine Weichen stellen. Das ist auch mal wieder interessant. Manchmal ist es so, dann muss man aussteigen und von Hand. Ja, ich muss das jetzt kurz langsam machen, weil das ist doch albern. Eigentlich müsste ich die Weichenstellung ändern können. Es geht aber nicht. Deswegen steigen wir jetzt aus und machen es von Hand. Damit will ich jetzt quasi das linke Gleis ist jetzt mein Baugleis für meinen Bauzug. Ich würde gern vorwärts fahren. Wäre das möglich? Aha. Das, was ich befürchtet hatte, hier ist irgendwo ein Gleis unterbrochen. Deswegen hat der Freund zu mir auch gesagt, ich kann da kein Signal hinbauen. Machen das mal nochmal weg. Jetzt probieren wir mal nochmal. Es ist eigentlich ein ganz guter Trick, wenn man auf Signal bauen geht, dann sieht man immer die zusammenhängenden Blockabschnitte in einer Farbe. Und nachdem das jetzt alles hier die gleiche Farbe hatte, müsste das eigentlich schon passen. Warum will ich jetzt unbedingt hier ein Signal setzen? Das hat damit zu tun, damit hier zusätzlich noch ein Zug reinpassen könnte. Ja. Ah, jetzt kann ich auch die Weichen stellen. Jetzt müsste ich auch durchfahren können. Der Zug vorhin hat es geschafft, er ist irgendwo nach hinten gefahren, hat da umgedreht. So, jetzt schauen wir mal, ob ich jetzt die andere Weiche auch stellen kann. Ja. Mir geht es jetzt quasi nur darum, der ganze Aufwand, damit ich meinen Zug da hinstellen kann, ohne den Bahnhof zu blockieren. Was hier einfach fehlt, was ich mir wünschen würde, wäre so ein Haltestellenschildchen, ja, das ich wie ein Signal ranstelle und dann kann ich dem Zug sagen, fahr dorthin, wie wenn es ein Bahnhof wäre, nur er kann da nicht ein- und ausladen. Das wäre einfach super. So, wir schauen mal, wie sieht es denn hier aus? Laufen die Treibstoffgeneratoren halbwegs? 100%, okay. Also ich habe hier noch ungenutzte Ölquellen. Die eine ist hier drüben und die andere, die wäre hier. Schauen mal schnell, woraus wir Treibstoff alles machen können. Ich kann es aus dem Schwerölrückstand machen. Oder ich... Da kriege ich 40 aus Schwerölrückstand raus. 6 rein, 4 raus. Und den... Der ist eigentlich effektiver, weil ich gleichzeitig noch Kunststoff kriege. Stimmt das? Ne, stimmt nicht. Wie geht's jetzt schneller? 320. Ach. Ich würde sagen, wir bauen noch mal ein paar
Kunststoffproduktion auf. Aber zuvor. Digger, tut mir leid, du bist jetzt gleich im Weg. Wäre nett, wenn du zur Seite gehen würdest. Was mich wundert, dass das Getier jetzt nicht im Weg war. Die sind im Übrigen nur auf Verteidigen eingestellt. Also solange ich die jetzt nicht angreife, lassen die mich auch in Ruhe. Gut, dann brauche ich einen Ölförderer, den habe ich ganz vergessen. Ölpumpe. Zwei kriegt man hin, hätte ich gleich auswählen können. Wo ist sie hier? Machen wir mal so. Die Richtung kann ich nicht mehr so wirklich weiterbauen. Dann würde ich fast sagen, es mag für manchen jetzt ein bisschen komisch sein, was ich da jetzt gerade baue, aber ich will jetzt quasi das Rohöl hier auf die hier mit draufsetzen. Und dann kann ich genau gespiegelt, wie da drüben das aufbauen, mein produziertes Material hier auf die Vorderbänder legen und hier dann den Treibstoff weiter umwandeln. Und das sehen wir dann einfach. Wie viel kommt denn da immer raus? Zwischen 10 und 20. 2, 4, 6, 18, 18, 360, ich bin ein bisschen am Limit von der Rohrleitung, habe ich so das Gefühl. Da habe ich die noch nicht ausgebaut auf MK2. Das ist natürlich fatal. Das könnt ihr erklären, warum das zum Teil nicht mehr funktioniert hat. Das war jetzt nur eine Überschlagsrechnung mit dem 360. Wenn ich Gummi produziere, kriege ich 20 Schwerölrückstand raus, bei Kunststoff nur 10. Dementsprechend ist jetzt halt, bin ich halt ziemlich nah bei den 300 wahrscheinlich, die eine MK1 Pipeline ja nur kann. Würde ich sagen, bauen wir den Treibstoff auch gleich aus. Wenn wir schon dabei sind, Kunststoff haben wir hier ja eh genug. Bevor wir uns hier jetzt wieder Ärger machen. Im Übrigen falsch gerechnet, da sind ja auch schon so Raffinerien mit dabei. So, die Fläche brauche ich gleich, weil ich von hinten anfangen möchte mit Auffüllen. Ich werde im Übrigen nicht gleich die nächste Quelle mit anschließen. Ich möchte mir die als Reserve noch ein bisschen überbehalten. Gut, das da hinten ist eigentlich nur verpackter Treibstoff, ein paar Tropfen. So. Den nehmen wir mit. Ich
mache da jetzt aber immer zwei übereinander. 2, 4, 6. Ich glaube, 7 kann man theoretisch als Maximallänge, aber. Das war doch genau. Machen wir das so. Warum mache ich da 2 übereinander? Dann kann ich die richtige Höhe gleich machen. Muss nachher keinen Höhenunterschied mehr überwinden. Ja, ich lasse dich ja in Ruhe. So. Das nehmen wir mal. Setzen das hier hin. Piekst mich nicht, sonst piekse ich euch. So. Kriege ich das? Ne, das ist zu weit. Das muss halt manuell auswählen. So oft brauche ich das nicht. Da gibt es leider noch keinen Rechtwinkelbaumodus, der soll aber demnächst kommen, soweit ich weiß. So, kann man das? Ja, das geht. So, da müsste jetzt Treibstoff einlaufen. Sehr gut. Was ich jetzt noch mache, ist dem hier einen ordentlichen Tritt in den Hintern zu verpassen. 600? Ja. Das heißt, die MK2 ist voll ausgelastet hier. Jetzt fange ich von hinten auch wieder an, die Raffinerien zu stellen. Und den Resttreibstoff müsste ich dort unten eigentlich schon noch reinpumpen können, weil ich kriege ja weniger raus, wie ich reinbekomme. Machen wir mal so. Pipeline-Kreuzung. Jawohl. Zack, zack. Strom, Strom. Strom haben wir bestimmt auch da irgendwo. Den legt man jetzt mal hierher kurz. Echt mittig. So. Du machst jetzt Kunststoff mit Schwerölrückstand. Kunststoff habe ich zwar eigentlich genug, aber Gummi brauche ich gerade aktuell so wie gut wie gar kein. Oder ich könnte das machen, aber Polymerharz brauche ich aktuell eigentlich auch nicht. Da könnte ich mir Treibstoff abgreifen. Nee, wir bleiben beim Ursprungsplan. Wir machen Kunststoff. Jetzt kann ich mir noch überlegen, will ich das so bauen oder nicht? Oder mache ich eine eigene? Unten bitte eine eigene Kreuzung dafür. Jetzt mal machen. So. Das ist mir ehrlich zu nah. Da wollen wir jetzt ein kleines bisschen mogeln müssen. Mogeln ganz einfach deswegen. Wir können nicht mogeln, weil es zu weit weg wäre. Okay. Mache ich aber als erst was anderes. Und
update das Förderband, weil das kann ich danach nicht mehr. Ja. Weil das dann überbaut ist, kann ich da ja nicht mehr ran. Jetzt muss ich ja, damit ich hier rankomme, man sieht es ja, die eigentlich ineinander bauen ein Stück. Und dann komme ich an das Förderbandfetzelchen da in der Mitte nicht mehr ran. Und deswegen, ja, habe ich hier jetzt ein Problem, weil ich kein Rohöl angeschlossen habe, sondern Treibstoff. Guten Morgen. Also reißen wir das nochmal ab. War ja nur zum Übung und ob es irgendjemand auffällt. Aha. Setzen das jetzt mal so. Den unten machen wir wieder weg. Also Treibstoff. Da ist kein Treibstoff in der Leitung. Da ist Rohöl. 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 Treibstoff. Also das muss ich mal abreißen. Wo habe ich die wohl mal kurz verbunden gehabt? Machen wir das weg. Da ist was ganz schief gegangen. Rohöl. Na also. 30. 600 fordere ich. Man, ja, 20 Raffinerien. Tatsächlich. Ja. Also 10 Schwerölrückstand bleibt übrig. Darum kümmere ich mich nachher. Wir bauen davon jetzt nochmal. Ein paar. Das heißt, ich habe jetzt. So, ich würde sagen, ich schließe die noch an. Anderen Seite würde das schöner aussehen, dann würde das Kabel nicht durchklippen, aber das ist mir oder meinem Mockfeld relativ egal. So, einmal, zweimal, nein, auch wenn das technisch funktioniert. Übrigens ist es schlecht, mal von oben nach unten und nach oben zu bauen. Die sehen dann immer ganz leicht anders aus, die Bögen. Also man sollte immer die Baurichtung beibehalten bei Rohrleitung, wenn man mehrere parallel setzt. So, da machen wir auch Kunststoff. 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 So, jetzt habe ich 50 Schwerölrückstand mehr. Und ich würde sagen, um den Schwerölrückstand kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Der läuft hier hinten ja jetzt auf.
Und da kann ich ja jetzt. Ja. Zum Beispiel Treibstoff machen. Ja, wenn ich den jetzt hier. Muss ich ja nur noch dazu setzen. Stimmt im Übrigen nicht. Ich muss die Ausgangsseite noch anschließen. Aber, ich kann jetzt einfach hergehen. Wenn ich faul bin, nehme ich auch die Kreuzung von der anderen Seite. Und sage dann hier, mach mir mal Resttreibstoff. 60 kommen rein. Ich schiebe gerade nur 50 dazu. Das ist natürlich eine blöde Idee. Deswegen wäre es wahrscheinlich geschickt, einfach nochmal eine 6. Raffinerie zu setzen. Runtertakten möchte ich eigentlich eher nicht. Rascht es leider gerade mal wieder nicht ein. Deswegen wird das jetzt nicht so sauber gesetzt, aber da auf Millimeter hinzugehen bringt, glaube ich, auch nichts. So. Also 6 Stück habe ich 120 Kunststoff mehr und ich habe 60 Schwerölrückstand mehr. Und den Schwerölrückstand, den hauen wir jetzt gleich mal. Das ist meine Stromversorgung. Da. Ich habe jetzt natürlich zu wenig Schwerölrückstand. Ich habe das ja noch nicht angeschlossen. Aber das kriegt man auch noch hin. So, Punkt 1. Jetzt mache ich doch schon weiter. Ne, machen wir nicht. Wir brauchen ja auch noch Arbeit fürs nächste Video. In dem Sinne, hoffe, hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, lasst mir doch auch mal ein Like und einen Kommentar da. Und bis dann. Ciao.